Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Last Epoch. Immer noch mit dem Hanging Souls Bild. Ziemlich stark geworden. Wir haben ja jetzt den Leash erreicht, deshalb auch hier Reaper Form, die sehr, sehr interessant ist und sehr stark. Leider nur kurzfristig immer einsetzbar breit ist, aber ja, echt guten Kill Speed hat und dann wieder größere Anzahl verschießt. Sogar One-Hitted habe ich gerade gesehen. Also nicht schlecht. Echt viel Spaß macht. Jo, wir haben jetzt vor in die Bibliothek College zu gehen, ins College. Bisschen Damage kassieren wir natürlich bei diesen Rockes. Quest. Und hier haben wir ausgeskillt. Jetzt haben wir auch gesagt, hier unten noch ein bisschen Mana-Effizienz, damit wir nicht immer so viel Mana ausgeben müssen für Mark of Death. Ja. Letzte Zeit habe ich ein bisschen Secret 2 gelivestreamt und mir kommt es sehr relativ ja, gleich vor. Also viele Sachen, die in Secret 2 schon gut waren, gibt es in Last Epoch nun auch. In der Zeit auch. Und das finde ich so toll, weil ich habe eine riesen Motivation, vor allem jetzt auch die neuen Unix zu finden und Set-Items. Und ja, auch mal ein bisschen höhere Arenen zu erreichen. Also ich bin mal gespannt, ob der Build jetzt immer genug Damage macht, vor allem. Auch die Defensive besser wird natürlich. Aber einfach, dass es so ein gechillter Bild ist, ist natürlich schon ein sehr großen Motivationsschritt. Man will ja nicht immer so mega arbeiten müssen. Es gibt viele Builds in Last Epoch, wo halt ein bisschen zu viel Arbeit ist. Ich habe nämlich auch gemerkt, dass Tempest Strike eventuell besser ist auf Blitz. Aber der Schaden natürlich schon wie größer sein könnte im Nahkampf, also mit Crit und Blitz. Nur eben Crit und Blitz ist viel aufwendiger. Und ich habe gelesen, dass Tempest Strike keine Modifikatoren zu Attack Speed hat. Also jeden Attack Speed Modifikator geht auf Crit. Und deshalb ist diese Fähigkeit eher Crit. Aber ihr könnt natürlich ohne Probleme das auch und nicht mit viel Crit spielen. Also, ja, auf Blitz zu gehen ist natürlich für die Crit-Chancen nutzen so auch ein bisschen bequemer. Also man kann dann immer critten. Man muss dann nicht unbedingt noch Items haben, die critten können. Aber, ja, es ist. Das größte Problem ist, liegt einfach daran, dass ihr zuerst Items braucht, die ja, vor allem Geschwindigkeit bringen. Es gibt nicht viele Items mit Geschwindigkeit. Also, Handschuhe gibt es und natürlich die Schwerter und so. Und da müsst ihr zuerst mal Geschwindigkeit-Items bekommen oder sie hincraften. Und das ist jetzt für mich als Solo-Self-Found, also. Ja, es ist ja nicht alles so lustig fand, aber für mich als nicht so crafter, nicht so möglich, so viel ja, Effizientes zu bringen. Und da er eben nicht schneller wird, der Skill ist eigentlich immer relativ langsam. Und deshalb ist es nicht so ein Skill für mich. Ich bin eher der schnelle Bildspieler. Ich werde eventuell, wenn es gut geht, auch mal Bolzen spielen. Dort wird man extreme Angriffsgeschwindigkeiten erreichen. Und einfach mal ein paar Builds ausprobieren. Ich werde mal einen ganz bestimmten Build dort ausprobieren, der wahrscheinlich nicht gut sein wird. Aber ausprobieren können wir aber immer. Und sonst immer wieder neu anfangen, also einmal neu anfangen. Für ein Beten. Ich weiß, dass er sehr gut ist. Und ich möchte mich einfach, wenn es geht, ein bisschen mehr auf Hack and Slays fokussieren.
Sacred 2 kann ich leider nicht aufnehmen, nur Livestreams machen, dann kommen halt spontan dort Livestreams. Das ist jetzt auch wieder bessere Qualität, weil ich ja immer ausprobierte, wie gut es läuft. Und ja, ich bekomme halt nicht so viele Aufrufe nun mehr über. Das Spiel jetzt nicht unbedingt so bekannt ist. Aber deshalb werde ich wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Last Epoch Livestream. Aber zuerst möchte ich jetzt auch ein paar Folgen aufnehmen vom Let's Play. Also der Bild wird wahrscheinlich zuerst so Level 60 sein, bevor ich dann einen Livestream mache. Und wenn ihr früher das wollt, dann dürft ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Aber ich habe jetzt momentan sehr niedrigen Blutdruck, deshalb kann ich nicht immer so lange Livestreamen. Also es ist leider heute Nachmittag recht, ja, schnell dann zum Generve geworden. Ich habe mich zu viel genervt, weil mein Gehirn gesagt hat, ja, muss ich lieber um den niedrigen Blutdruck kümmern und dann einfach Schmerzen auslösen überall im Körper. Das macht ja eher das Rückenmark, glaube ich. Aber ja, dass du einfach überfordert bist im Gehirn und dann eigentlich nicht spielen möchtest. Du sagst dann, ja so, ne, ich schlafe jetzt lieber. Auch wenn du süchtig bist, auch wenn du möchtest spielen. Du sagst dann lieber, nee, ich gehe lieber ins Bett. Und ich bin dann kurz ins Bett gegangen und wieder aufgestanden. Also ich habe die Beine hochgelagert und dann ging es wieder. Aber ich war so faul, also ich habe die ganze Zeit gegamed. Das hat mich so überfordert. Und jetzt habe ich auch erst kürzlich von einem anderen Livestreamer gehört. Er ist momentan auch eher wenig am Livestreamen, weil es einfach nicht geht. Es ist zu heiß. Man muss immer drin bleiben, hat irgendwie nicht so Motivation, jetzt unbedingt etwas zu machen, und deshalb ist die Langeweile auch größer, immer zu gehen. Man will einfach nicht immer gehen. Oder? Es ist eigentlich momentan meist nur Gamen möglich, weil man meist als Gamer auch nicht andere Sachen spielen will. Und deshalb hat man das Gefühl, ja, man will jetzt gar nicht gamen, weil man schon zu viel gegamt hat. Oder es einfach langsam ein bisschen eintönig wird. Jo. Und bei mir ist es eigentlich auch so. Ich habe sehr viel Lust, Sport zu machen. Ich habe sehr viel Lust, auch draußen auf dem Balkon zu sein. Auf der Terrasse chillen. Ich habe keinen Bock am AIDS zu sein. Keine Ahnung. Jetzt bin ich auch wirklich schon so 2-3 Stunden ohne PC gewesen. Also wirklich nur am Reden mit meinem Vater und mit den Katzen spielen und so weiter. Und jetzt ist auch wieder 9 Uhr und jetzt habe ich wieder loszugehen. Jetzt einfach mal ein bisschen weniger gamen. Tut euch vielleicht auch gut, auch wenn ihr Lust habt zu gamen. Auch mal ein bisschen was anderes machen. Ja, jetzt wirklich zu Livestream habe ich keinen Bock. Die Kollegen melden sich auch nicht mehr. Scheinbar wollen alle nicht mehr so gern GTA Online spielen. Und ja, Path of Exile und Minecraft brauche ich ja wieder zuerst Leute, Freunde, die wirklich auch was spielen wollen. Der LP mit Kev, der spielt jetzt momentan, also der Fake natürlich, aber der eine Schnitzel, der spielt momentan wieder Minecraft. Ich weiß nicht, was er genau Minecraft spielt, aber sonst kein Minecraft, keine Kollegen spielen mehr Minecraft. Ich wollte eigentlich ja ein Kreativprojekt machen und dann noch ein 1.16 Let's Play machen, aber ich weiß es nicht. Also 1.16 Let's Play werde ich wahrscheinlich machen, aber Kreativ Let's Play weiß ich nicht. Weil ich wollte Rollenspiel machen und alles vorbauen und Kreativ oder so. Und immer wieder Baufolgen machen Kreativ und dann wieder Rollenspielfolgen im Adventure-Modus am besten oder so. Aber das ist... Es gibt zwar ein paar Videos, die gut angekommen sind, was ich kreativ gemacht habe, aber eher wenig. So, wir sind hier angekommen. Ich würde aber gerne da nichts nehmen. Mehr Intelligenz. Also wir haben 2 Life Leech. 2% Life Leech. Das wird ein bisschen 2% mehr Schaden sein, das ist zu wenig. Weil wir Damage over Time machen,
würde ich jetzt eigentlich eher auf das gehen. Aber wir werden ein paar Punkte auch wieder zurücksetzen müssen. Das ist klar. So, jetzt sind wir wieder College und ich bin natürlich wieder am Einstellen, was die Zeit ist am Handy. Aber ich sehe sie da oben. Gut. Ja, die Konzentration ist momentan nicht so gut. Ich habe viele andere Gedanken. Zum Beispiel, wie es dann aussieht, weil der Damage ist jetzt eigentlich recht hoch. Und jetzt werden wir auch mehr Damage over Time machen. Kann es schon sein, dass es echt stark wird in nächster Zeit. Aber die Monster werden jetzt sehr PCR werden. Leider. Ja gut. Immer diese Vorgedanken, ich weiß es nicht. Ja, man wird, je länger man spielt, wird man auch vorsichtiger, oder? Macht sich mehr Gedanken über Bild. Bei Wissen habe ich eigentlich noch nicht so viel über Last Epoch, weil ich ja auch alleine spiele, ohne Guides. Ich habe kürzlich noch einen neuen Guide gefunden mit Poison Totems. Aber es ist nur ein Video und das möchte ich natürlich nicht anschauen. Dafür schalte ich ein Video nicht eigentlich an, um ein paar Sachen zu sehen. Ich will mich eher selber überraschen wollen. Das eher als Überblick von einer Tabelle, also einen Skillplan haben. Aber gut, und die Guide erstelle ich zu Hause und nur Videos drüber machen. Dann habe ich natürlich eher weniger Infos darüber. Aber ich könnte mir vorstellen, was es genau ist. Also diese Killung bei dem Dawn Totem ist dann einfach Poison ausgerichtet. Und die Killung natürlich auch. Am besten nimmt man dann Schamane. Und hat dann eigentlich ein super Bild. Aber Poison ist irgendwie langweilig für mich. Aber Poison ist eigentlich schon immer OP. Auch die Gegner im Nahkampf und auch nicht im Nahkampf, aber man läuft aus Fernkämpfen nicht so rein. Zum Beispiel Spinnen in diesem großen Nebengebiet da. Hey there, wanna try your luck? Ist natürlich nicht gerade so angenehm. Also es tickt viel zu schnell runter. Und ich denke, in den nächsten paar Patches werden die das sowas von nerven, dass niemand mehr spielt. 158, 79. Ja, welche nehme ich? Da. Aber er braucht so viel Poison Protection. Das ist dann auch wieder die andere Frage. Weil ja, also in dieser Kanalisation machen die Gegner eigentlich nicht so viel Poison Damage. Also es gibt nicht so viele Gegner. Hier nach 13 Uhr. Ja, ich weiß, dass man die Quests und viele später machen muss, deshalb gehen wir da noch nicht rein. Also wir warten noch ins Gebiet kommt. Portal sein. Zeitportal. Deshalb, jetzt haben wir das gemacht. Jetzt gehen wir eigentlich hier rüber. Weil hier hoch müssen wir nicht. Hier auch nicht. Bone Prison on Cast wäre eigentlich nicht schlecht, aber. Das tut uns irgendwie den Weg versperren, oder? Ich denke, das wird ein bisschen den Weg versperren. Ich mache nicht Bone Prison. Das können andere ausprobieren. Oder mir sagen, ob ich das nutzen soll. Aber ich, von mir aus finde ich Bone Prison eigentlich nicht so toll. Sollte so wie Diablo 2 gemacht werden, wo einfach der Gegner. Nein, eben nicht wie Diablo 2. Aber
wie in Diablo 2 die Knochenrüstung sein beim Gegner. Einfach optisch sein, dass wir einfach durchlaufen können, sobald die Gegner sterben. Oder auch wenn sie nicht sterben. Sowieso ein Item oder eine Fähigkeit, wo man durch Gegner laufen könnte, fehlt noch in Last Epoch. Das ist immer so toll. Zum Beispiel in Diablo 3 ist es sehr toll, es sind ja so Kopfgeld, Schuhe dort, wo das machen. Das ist eigentlich immer so toll, durch Gegner laufen kann. Wenn man jetzt zum Beispiel Speedrunnt, der keinen Bock hat auf das Gebiet und nur durchlaufen will, dann hat man ja da so ein ziemlich gutes Geschwindigkeitserhöher das Teil der Fähigkeit. Ja, und in letzter Zeit habe ich mir auch Gedanken gemacht. Könnte ich bald ein Werbär-Bild machen? Es gibt, glaube ich, keine andere Verwandlung. Doch Stygian gibt es, glaube ich, noch. Aber Werwolf gibt es leider noch nicht. Ich würde gerne ein Werwolf sein. Bild machen. Oder ein Werdrachen. Also, so in diesen Boss da verwandeln. Nee. Dann wird mir langsam sein. Ja, und wieso geht es jetzt hier nicht weiter? Jetzt kommen sie, jetzt tauchen sie auf. Hm. Wir haben uns gerade aufgekauft. Das ist auch schön, das ist Fischal. Wieder 500 der Kriegs. Ja, hat recht viel Stun gemacht. Ey, hallo, lass mich da. Das ist viel zu schnell. Ah ja, jetzt kommen ja wieder diese Käfer. Auch stark sein. Dann Mana wieder ausleiten. Ja, übertreibt's bitte nicht mit der Ansage. Aber eigentlich will ich ja diesen Bild zuerst wirklich ganz hoch treiben. Wenn die Mana-Kosten sind zu hoch. Ich habe einen Golem getötet. Eieiei. Aber seht ihr, das ist alles viel zu grell hier. Mich blendet es. Strahlend. So diese Kugeln, also diese Geister sind sehr gut, aber mehr überstrahlen sollte es nicht. Diese Überblendeffekte vom Spiel sind ein bisschen zu extrem. Das ist mein Geschmack, die Entwicklung lieber ein bisschen überblendet. Effekte haben, weil es scheinbar schöner aussieht. Deshalb habe ich jetzt zum Beispiel bei neueren Games und bessere Grafikoptionen auch aus. Zum Beispiel Unschärfe-Effekte. Wer braucht Unschärfe-Effekte? Das ist nicht realistisch. Das ist dann eher fotogen, also Fotomodus, aber nicht mehr realistisch. Die Entwickler, ja, wir machen ein ultra-realistisches Spiel und machen dann Unschärfe-Effekte. Ja, komm. Vielleicht auch, um Performance zu sparen. Also. Das letzte Zeit ist, glaube ich, bei Ding gewesen, Mountain Blade Bannerlords. Zwei Bannerlords. Dort habe ich es gar nicht aktiviert. Sieht viel schöner aus ohne Unschärfeffekte. Ja, jetzt müssen wir nicht vergessen, dann die Items einzusammeln, also einzusetzen, also zu tragen von Isadoros, aber wir sind nicht Level 30. Wir sind Level 28, okay. Aber eben bald. Weil es geht schnell, also wir kommen schnell vorwärts. Wir können relativ schnell die Gegner besiegen. Die ganz zähen, weiß nicht, ob ich die auslassen soll. Wenn ich zäh auch ist, einfach nicht besiegen. Also diese Käfer einfach aus dem Weg gehen soll. Die haben halt schon sehr viel Zähigkeit.
eben auf Dodge eventuell gehen, weil der Golem sowieso auch Dodge hat und eigentlich recht viel überlebt. Aber selber auch noch auf Dodge gehen soll oder so. Ist meistens auch noch gut für so ein Magierbild. Und sich immer wieder. Aber mit diesen 100% Glancing Blow müssen wir halt auch noch haben. Ja, weil der Zauber eigentlich stark ist, müssen wir gar nicht so offensive Skiller machen. Also haben wir Platz für defensiv. Bin mal gespannt. Aber auf Probleme wird es sicher noch stoßen. Und wenn nicht so leicht sein. Weniger defensiv zu sein, mehr defensiv zu sein als. Ja. Weniger. Also eventuell muss ich leider dort hochgehen oder hier. Ja, Con Arena ist auch gut. Dann haben wir einfach viel weniger. Das war der kleine, genau. Ja. Also die Con Arena ist ja nicht schwer. Aber also es macht ja Schaden nicht weniger, weil die sowieso trotzdem zum Gegner kommen. Genau. Aber dennoch sollte man natürlich nicht allzu breit machen. Weil wir da nicht so schnell ticken, dass die Projektleader einfach länger brauchen, bis wir uns hier so sind. Das ist das größte Problem. Der Schaden bleibt eigentlich gleich, nur länger braucht es länger. Sie treffen ja trotzdem. Sieht auch schön aus so. Dann machen wir nochmal einen Punkt rein, weil es hier sowieso nicht stört. Es erinnert mich irgendwie an einen Zauber von Dungeon Siege 2, das ich vielleicht auch bald let's play kann. Ich muss noch testen, ob OBS das überhaupt recht richtig aufnimmt. Wahrscheinlich ist es dann auch wieder mit Bildschirmaufnahmen, dass ihr wieder am Anfang, am Schluss im Broadcaster seht. Aber das ist ja einfach, weil die Caves so schlecht designt wurden, die Engine so schlechten Fenstermodus erzwingen oder so. Gar kein Fenstermodus. Oder eben fensterlos. Also, dass kein Fenster oben ist. Kein Balken. Hm. Ich möchte gerne andere Mütze finden. Kuckucksklan. Ist die Truhe wieder. Glaive. Glaive auf Deutsch. Kräft diese Waffe. Das ist ein Hund. Glaive. Nein, nicht explodiert. Diese Reichweite ist viel größer als die Anzeige. Ja, die Fans wollen gerne ein Treffer-Feedback geben, also ein Vor-Umkreis, wie die Attacke ist. Die gibt es jetzt bis zum Angriff von diesem einen mehrfacharmigen Vieh, aber nicht so, also es ist relativ klein und der Angriff ist viel größer dann. Ja, vor allem wenn sie dann schneller sind in den Maps, wegen den Bonis, sind sie dann gemeingefährlich, wenn die dann trotzdem noch erwischt werden. Ja. Ja, wir müssen noch stärker werden.
wir getroffen werden. Wie schnell regeneriert sich das Leben? Eigentlich immer noch relativ schnell, aber das ist auch im Leash. Also mehr auf eines der unteren Passiven gehen wir nicht. Ja, wir sind hier noch. Die Gegner sollen nicht auf mich, sondern auf den Golem zuerst, bis der tot ist. Konntest du nicht. Ja, es wird schnell da. Ja, ob es crittet oder nicht. Sehr gut wäre die Crit schon, also doch noch ein bisschen höher stellen. Schlecht, aber die Fähigkeit hat keinen Crit. Und sich also nicht so gut sehen. Gehen wir auf Dot sowieso nicht. Dort wirkt es nicht, Crit. Und ja, wir machen ja auch genügend Schaden. So. Die Großen hätten schon gerne einen Crit nötig. So. Also Enemies are chilled. Oh, ist jetzt optisch auch dazugekommen. Sonst waren sie, glaube ich, blau, oder? Das waren sie blau. Zwei Schreine. Genau, jetzt kommen diese Käfer auch wieder. Wir haben ja schon echt heftig gemischt. Das sind zwei Schreine am Anfang. Sicher mit dem Killspeed. Müssen aber auch gute sein und keine Dropscheine. Nicht lesen. Bitte, werde doch getroffen. Irgendwie. Ja, es ist zu hoch. Sie fliegen zu hoch. Dankeschön, liebe Schmied. Ja, genauso einen, den ich nicht brauchte. Ein Sammler. Das ist Summoning. Drops in Unique Items. Oh, aber ein Schwach. Also. Eines, das ich schon tausendmal habe. Ein häufiges. Gut, aber es gibt Steine, Drops, Unique Items. Ja, schon. Auch in Maps, ja sicher. Sehr schön. So, der Groß ist tot. Okay. Dann mache ich nochmal eine Aufnahme, damit wir zum Waypoint kommen. Bis dann. Tschüss.